uns im Niemandiesee. Wir tauchen ein in die Spiele. Ja, und damit Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen bei Peru Plays von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Ich bin der Peru. Ja, diese Woche gibt es ein bisschen Videos aus der Konserve. Ich mache ein bisschen Streamingpause diese Woche. Ja, und deshalb heute als Aufzeichnung, als Video on Demand, Taxi Live, der Taxi bzw. City Driving Simulator. Wurde ja wieder auch mal gewünscht, deshalb fahren wir das Ganze auch heute. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, Follow, gerne natürlich auch ein Abo da. Ne, ansonsten viel Spaß damit. So, wir sind immer noch unterwegs mit unserem E-Van. Wir brauchen noch ein bisschen Kohlen, bis wir uns den nächstgrößeren Wagen leisten können. Ja, wird Zeit, weil ich würde gerne mal hier mittlerweile auf einen anderen Wagen wechseln, ehrlich gesagt. Aber gut, wir schauen mal, was hier so in der Nähe unterwegs ist. Hier haben wir gleich was um die Ecke. Ne, fangen wir mal mit einem leichten Auftrag an. Das sieht gut aus. So, jetzt müssen wir hier nur noch raus aus dem Bums. Dann schmeißen. Ist die Kiste schon an? Das ist das immer mit den Elektrowagen, ne? Und die Bremsen quietschen, weil ich habe sie nicht gelöst. Ich meine, sie quietschen sowieso, ne? Aber ja. So, ich denke mal, damit sind wir jetzt in der richtigen Ansicht. Ich muss nur ganz kurz mich hier positionieren. Oh Gott. Ja, ich merke schon, wir sind länger nicht gefahren. Entschuldigung. Ups, gleich ein Unfall zum Anfang. Geht gut los. Ich deute das einfach mal als gutes Omen. Jetzt kann nicht mehr viel passieren. Oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir sehen schon, das Heck ist so ein bisschen eingedellt. Ups, ups, ups. Ja, für die engen Gassen ist der E-Van nicht so wirklich toll. Junge, Junge, Junge. Ja, wir werden natürlich auch mal heute wieder ein bisschen Acht drauflegen, ein Augenmerk, wie die Performance so ist. Unter anderem natürlich auch von den KIs, NPCs etc. Alter, das sieht aus, Mensch. Gerade mal losgefahren. Hey. Hey. Ich glaube, das wird nicht so eine gesprächige hier. So, hier müssen wir eh langsam fahren, ne? Dann können wir hier auch ganz suche, vorsichtig um die Ecke. Jawohl. Junge, Junge, Junge. Also Altstadt brauche ich hier nicht fahren, ne, mit dem Ding. Das ist... Also ich bin ja schon froh, dass sie jetzt nicht mehr völlig planlos hin und her rennen auf dem Zebrastreifen. Aber... Es sind immer noch mehr als genug Kollegen da, die dich in Schwierigkeiten bringen können. Deshalb bin ich immer so ein bisschen auf Stress, wenn ich hier durch die Altstadt insbesondere fahre. Die laufen und laufen. Leute, was ist denn hier los? Ist Feiertag gerade? Ich kann noch nicht mal Tempomat anmachen, weil hier alle paar Sekunden... Ihr, Madame, hier auch, ne? Letzte Sekunde über die Fahrbahn. Ah, es ist noch nicht wirklich. Also da ist noch einiges an Nachbesserungsbedarf. Also auf den Hauptstraßen geht es natürlich, ne? Aber hier diese kleinen Nebengassen, oh oh. Da musst du ganz schön aufpassen. Ah, hier sieht man ja richtig toll. Gar nicht. Oh. Guck dir das an, guck dir das an. Das ist viel zu eng für die Kiste hier. Ja, da unfallfrei anzukommen, ist ja schon fast eine Kunst hier. Hut ab vor all den Taxifahrern, die das im realen Leben, im Real Life, wirklich so durchziehen. Ich würde wahnsinnig werden. Hier auch wieder so, hier habe ich jetzt aber auch zu spät eingeschlagen. Trotzdem, sehr enge Kiste, sehr enge Kiste. Gott sei Dank ist hier noch die Geduld nicht beansprucht bei unserem Passagier. Ich brauche einen anderen Wagen. Ich brauche einen anderen Wagen.
Okay, also ich sehe, ich muss schon hier wieder öfter fahren, weil sonst wird das nie was mit dem neuen Wagen. Ich brauche mal irgendwann wieder auch mal ein Lenkrad, fällt mir gerade mal ein. So, Tempomat ist drin, 31. Ich muss bloß eben halt einen Blick hier auf die Fußgänger haben. Ach Gott. Siehst du, genau. Ich sag's noch eben gerade, ne? Gerade eben sage ich's noch. Kann nicht wahr sein. So, ganz elegant hier rüber geswiped. Ah, ja. Mach mich fertig. Habe ich die Uhrzeit da unten links gerade eingeswitcht? Die ist mir vorher nicht aufgefallen. Aber war ich das jetzt? Moment. Nee. Wieso kann ich jetzt eigentlich gerade in diesem Moment nicht in die Innenansicht wechseln? Das ist gerade merkwürdig. Egal. Wir machen das jetzt hier ganz, ganz, ganz relaxed, ne? Ohne Stress. Oh, ich sehe gerade die. Oh, das Heckfenster ist auch gesprungen vorhin. Ach du Scheiße. Oh je. Ich glaube, wir sollten nachher nochmal nach einer Tanke gucken, eventuell. Nicht nur wegen Aufladen, sondern eventuell, ob wir da reparieren lassen können. Ich glaube, das finden die Fahrgäste nicht so beruhigend, wenn ihr Taxi schon so angeditscht bei denen ankommt. Ich glaube, das finden die nicht so prickelnd. Ja, komm, Alter. Ist das euer Ernst? Grüner wird's nicht, du Pfosten. Ach, das ist ja doch schlimmer als im richtigen Leben. Sag mal, hat der einen Schlaganfall da? Was ist denn da los? Leute, das kannst du dir nicht aussehen. Ist schon wieder rot. Du Vogel. Mann, 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 Mann. So, jetzt, was ist denn jetzt hier? Warum kann ich nicht wieder wechseln? Warte mal. Tablet-Anzeige, Scheinwerfer, Motor, bla bla bla. War das nicht mit Dreieck hier auf der PlayStation die Ansicht umschalten? Ich bin gerade verwirrt. Na gut, konzentrieren wir uns erstmal lieber auf die Fahrt. Eine Delle reicht. Und eine gebrochene Scheibe. Wollen wir nicht vergessen. Ich liebe Kreisverkehr. Gerade mit der KI hier. Ist ein Spaß. Riesensache. Alter! Ja. Eigentlich eine leichte Strecke, ne? Eigentlich. Oh Gott. Alter! Kriegst einen Vogel bei. Ich weiß, ich habe jetzt gerade scheiße den Spurwechsel gemacht, ne? Davon mal ab. Aber er fährt hier ja auch nicht in einem Stück durch, selbst wenn er kann. Das dreht mich gerade auf. Junge, Junge. Und dann die Bremse immer, ne? Ich muss nachher noch mal in die Steuerbefehle reingucken. Kann doch nicht sein, dass wir nicht in die
Ego-Perspektive wechseln können hier. Er bleibt mal locker hier stehen auf der Straße. Kann man gerne machen. So, da ist niemand mehr. Fahr. Um Himmels Willen. Sonst kommen wir hier nie wieder weg. So, erste Fahrt haben wir dann doch schon fast geschafft. Junge, Junge, Junge. See you. So, bitte bewerten Sie uns gut. Doch immerhin. Eine volle 5-Sterne-Fahrt. Das freut uns doch. So, was haben wir hier? Schwierigkeitsgrad, normal, kurz. Oh, der steigt auch gleich hier direkt ein. Das trifft sich gut. Dann können wir gleich weiter. Prima. Ein Job nach dem anderen. Perfekt. So, der da vorne steht da irgendwie komisch rum hier. Ich habe da ganz komisches Gefühl gerade bei dem Kameraden da vorne. Wir müssen mal aufpassen hier. Ups. Was hupt der denn? Mach mich nicht fertig hier. Ah, jetzt. Ich hab das verwechselt. Ja, es ist Richtung nach oben. Ja. Entschuldigung. Ist ja auch manchmal so schön, mal aus der Ego-Perspektive, ne? Aber es fehlt hier irgendwie, ja, es fehlt der Sound, ne? Das ist bei den E-Wagen eben halt so, Es ist nicht so wirklich das Fahrgefühl, ne? Ich weiß, es gibt Leute, die schwören darauf, hier mit Tesla und Co. Und ich glaube, die haben auch ihre Berechtigung irgendwo. Und wahrscheinlich müssen wir in Zukunft auch damit leben. Aber wie gesagt, es ist nicht mehr dasselbe. Ne? Es ist nicht mehr das Gleiche. Ja, schon wieder rot. Super. So, also es läuft jedenfalls, was die Grafik angeht, hier allgemein, ne, läuft es ja mittlerweile stabil, ne, das muss man auf jeden Fall immer wieder mal hervorheben, da haben sie gut nachgearbeitet, ne, also, ja, so kleinere Sachen hast du mal, ne, aber nicht, dass man jetzt sagen könnte, oh Gott, das ist unspielbar oder was weiß ich. Das weiß ich nicht, wir können mal gucken. Wie war das jetzt nochmal mit dem... Hallo? Wie mache ich das Radialding nochmal auf? Warte mal. Ich muss jetzt erstmal hier rüber, sehe ich gerade. Das hilft nichts. Wie mache ich jetzt nochmal das Radialmenü auf? Kann mir das irgendjemand sagen? Das ist ein Tempomat, Tablet, das nützt mir alles nichts. Hä? Habe ich denn alles hier verlernt? I can't believe I paid for such terrible service. Ja, das ist natürlich jetzt super optimal. Ach, da ist es. Ach, hör doch auf. Die Klimaanlage, wo ist sie denn? Ruhe. Ich muss mich konzentrieren hier. Klima. Was hupt der denn? Ich stehe hier an der roten Ampel, du Vogel. Der meint gar nicht mich. Okay, gut. Da ist was los hier heute in der Stadt. Wow, wow, wow. Alter, der hat die Tische aber wirklich dicht an die Straße gestellt. Der meint's wirklich gut hier mit seinen Gästen. Geht doch nichts über eine Tasse Kaffee mit Kohlenmonoxid am Morgen. Ja, genau, noch unten.
Ja, wir sind jetzt schon länger nicht gefahren, ne? Ganz ehrlich, muss ich zu meiner Schande auch gestehen. Aber wir haben momentan so viel an den Löffeln hier auf dem Kanal. Dann habe ich ja noch mein Musikprojekt aktuell nebenbei, ne? Ja. Da muss man immer schon mal so ein bisschen auswählen, ne? Was wir ja gerade machen. Aber jetzt sind wir ja wieder on the road hier, ne? So, sollen wir jetzt hier links oder sind wir jetzt vorbeigefahren? Ach, komm mal drauf. Okay, da müssen wir jetzt einmal wenden. Warte mal. Können wir das hier machen? Komm, wir machen mal hier den Wendemann. So. Ich bin da überhaupt nicht mehr drin, merke ich gerade. Ups. Ja, mit der Klimaanlage, das hat ihn schon angepisst hier, ne? Da ist der Geduldsbalken relativ schnell runtergegangen. Das ist doof, aber was sollst du machen, ne? That's life. Aber immerhin, er ist lebend angekommen. Ich meine, man sollte auch für kleine Sachen dankbar sein, ne? So ist das ja nicht. So, jetzt bügeln wir uns nochmal ganz vorsichtig rein hier in die Lücke. Ist ja jetzt nicht gerade groß, ne? Alter! Also teilweise springt hier der Wagen nach vorne, wenn man Gas gibt. Das ist eben mal so ein bisschen fummelig. Ja, der war jetzt eher so suboptimal zufrieden, sage ich mal. Ja, da gibt es auch nur noch 3 Sterne. Oh Gott, ich muss ja kurz die Stimme ölen hier. Junge! So, einen schweren Auftrag brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, dazu bin ich noch nicht gut genug heute. Ganz einfach. So, wir rollen hier munter durch die Gegend. Papa hat natürlich vergessen, mal wieder die Handbremse reinzuziehen hier. Entschuldigung. So, jetzt lass mal gucken, was wir hier in der Nähe haben. David Vasquez. Wen haben wir hier? Vielleicht mal so eine mittlere oder vielleicht auch gerne mal eine längere Tour. Warum auch nicht? Aber so mittel oder hier sowas zum Beispiel. Genau. So. Guti. Dann sehen wir mal, dass wir hier rauskommen. Schön einschlagen hier. Achso, ich wollte ja noch an der Tanke ran, ne? Erinnert mich mal dran, wenn wir dran sind. Lol. Also ich finde immer wieder schön die Stadt hier, ne? So blöd das jetzt hier auch mit dem Van, mit den Kurven ist. Also Barcelona, so als Kulisse, haben sie schon richtig geil hingekriegt, finde ich. Auch diese kleinen Details, weißt du, mit den Motorrollern so am Straßenrand. Die Straßencafés teilweise bis an die Straße ranreichen. Und viele, viele unzählige weitere kleine Details. Das gefällt mir wahnsinnig gut. So, hier müssen wir jetzt aufpassen, dass es da nicht gleich einer reinballert. Kommt aber keiner. Ja, ich habe vorhin mal geguckt. Wir sind gerade leider nur mit 2 Wagen unterwegs. Das heißt, die Schicht wird wahrscheinlich nicht ganz so lukrativ, aber ja, Kleinvieh macht auch Mist, ne? Also ich habe aktuell, wie es scheint, abends, nachmittags mehr Fahrer als morgens. Das müssen wir dann auch nochmal ändern. Ne, sobald ich hier einen besseren Wagen für mich abgreifen kann, gebe ich den Ivan ab. Ne, und dann wird er hier morgens noch mit eingeteilt mit einem neuen Fahrer, Fahrerin, irgendwie so. Ne? So, ich sehe jetzt gerade, uns fehlen noch... Alter, was ist denn da los? Uns fehlen jetzt hier noch knapp 500 EP bis zum nächsten Level. Man kann ja hier... Ich weiß nicht, ob ich das nochmal finde, die Polizei rufen, ne, um diesen Stau aufzulösen. Ich weiß gar nicht mal, wo das war. Ah, hier, rufen Sie die Polizei. Siehst du, die räumen nämlich für dich die Straße. Schöne Sache das. Warum du dann den Motor neu starten musst, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt wieder freie Bahn. Schön.
glaube, wenn ich mir den Sitz hier so ein bisschen umstelle, dann könnte ich eventuell öfter mal wieder in der Ego-Perspektive fahren, aber die Ansicht hier gefällt mir jetzt überhaupt nicht gerade. Die Einstellung ist nicht gut. Ja, die stehen aber auch ziemlich wild da, ne? Wow. Es lohnt sich hier wirklich nicht so harsch zu beschleunigen, weil entweder knallt ihr da einen Fußgänger rein oder hier jetzt gleich wieder die nächste rote Ampel. Also Tempomat kommt bei mir also fast gar nicht zum Einsatz, ehrlich gesagt. So, jetzt sind wir gleich bereit, hier unseren Kollegen aufzugabeln. Und wie gesagt, ich muss mich jetzt selber mal dran erinnern, mir selber eine Notiz machen, dass ich da nochmal an eine Tanke ranfahre oder irgendwas, ne? Weil einmal aufladen bitte, ne? Und wie gesagt, einmal reparieren. Sieht ja nicht so doll aus, ne? Ist ja auch nicht schön. So. So, jetzt kommt wieder ein Park-Arie mit dem Schiff hier. Also ist ja schon ein Schiff, ne? Das ist... So, hier geht's noch gerade so. Tag. So, also wenden, glaube ich, ist hier jetzt nicht so die Idee. Obwohl. Doch, vielleicht, warte mal. Das ist eine Einbahnstraße tatsächlich. Okay. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Okay, dann geht's. Dann geht's. Alter, der grün! Ich hab grün! Vogel! Ja, so passieren die Unfälle, ne? Dankeschön. Och nö. Parkt ihr da oder ist es ein Parkstreifen tatsächlich? Ich dachte schon, jetzt bis zum nächsten Staune. Leute, was macht ihr hier heute mit mir? So, erste, zweite, dritte. Das müsste der hier sein. Ganz vorsichtig. Breites Mobil. Ja, ich fahre den Bezirk nicht wirklich gerne. Vielleicht haben wir ja die Gelegenheit, so ein bisschen zu wechseln, wenn wir jetzt gleich mal zur Tanke ranfahren. Fahren wir mal ein bisschen weiter raus, dass wir jetzt nicht unbedingt gleich wieder hier landen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. So, ziehen wir schon die Bremse. Hier scheint sonst alles gut zu sein. Ja, Jungs, ihr steht da richtig supi. Komm, fahr. Hurga, hurga. Und die gehen bei Rot einfach rüber, die Fußgänger, ne? Unfassbar. Das ist nur Zebrastreifen, oder? Ja, Gottes Willen. Nix für schwache Nerven hier heute wieder. Überhaupt nicht. Mir fällt gerade auf, wir haben sehr schweigsame Fahrgäste heute, ne? Sonst immer hier, lass mal schnacken, ne? Heute Ruhe im Karton hier. Boah, Leute, im Ernst? Kerle, wie die mich aufregen!
So, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, Leute. Ne? Diese Woche habe ich ja mir ein bisschen Streaming freigenommen. Natürlich gibt es Programm, ne? Allerdings eben halt nur als Video on Demand, ne? Jeweils als Premiere. Morgen gibt es wieder die Jagdzeit ab 20 Uhr und dann mit Call of the Wild The Angler. Ne? Also schaut mal rein, wird bestimmt eine nette und gechillte Sache. Ne? Und nicht vergessen, wenn es euch gefällt, natürlich lasst ein Like, Follow, gerne auch ein Abo da. Ne? Kann man alles machen. Dankeschön. Ah, jetzt wollte ich schon anfahren, da kommen die Lappen auf die Fahrbahn, ne? Oh, ich kann nicht mehr. So, hier muss man definitiv die Bremse anziehen. Hier rollt er nämlich wunderbar nach rückwärts, wollte ich schon sagen, nach hinten. Nicht gut. So, was ist hier erlaubt? 70, ja, genau. Ich fahre hier 70. 50 vielleicht. Wenn ich so weit komme. Oh, wir haben eine grüne Welle. Das müssen wir gleich ausnutzen. Ja, knapp 60 soll uns hier jetzt mal reichen. So, ich sehe gerade noch 1,5 Kilometer Luftlinie zu unserem Ziel. Ja, wie gesagt, das ist eine mittlere Strecke, ne? Das ist... Gucken wir mal. Ja, immer geradeaus, ne? Also damit kann ich arbeiten. Das ist eine gute Strecke. Kann man nicht viel verkehrt machen, ne? Obwohl. Eieiei, ist das ein Hin und Her hier? Okay. Ist das eine 30er-Zone? Ich kann das nicht so wirklich erkennen. Ich bleib mal lieber unten mit der Geschwindigkeit hier, weil ich traue dem Rad nicht. So, Freunde, wer sich übrigens für mein Musikprojekt ein bisschen interessiert, ich werde mal auf dem Discord so einen kleinen Thread machen, ne, wenn es da mal einen neuen Release gibt, werde ich den euch da mal rein... Ach, Kollege! Erst müsst ihr mir Vorfahrt geben, dann ruckt er ein bisschen vor, dann wieder nicht. Man muss sich entscheiden. I hope we don't get stuck in traffic today. Nee. I'm sure we'll be fine. Oh, that's great. Thank you. I've been driving this route for a while now, so I know all the shortcuts. That's a relief. Being stuck in traffic is the worst thing for me. Das ist jetzt auch die Sache, die mich so ein bisschen davon abhält, die Herausforderung zu machen. Die KI, ne? Die macht mich ein bisschen matt. Und solange das nicht gefixt ist, macht es für mich jetzt keinen Sinn, Herausforderungen zu fahren, weil du da, ich glaube, definitiv losen wirst. Also kannst dann ja nur losen, ja? Ich würde das schon gerne mal machen, aber bin ja auch neugierig, ne? Ihr kennt mich ja. Aber das macht so jetzt noch keinen Sinn, ne? So sirren und surren wir gemütlich durch Barcelona. Ja, mit den 30 habe ich doch ganz gut geschätzt. Oh, da wäre auch tatsächlich unsere Garage. Eine unserer Garagen. Nützt uns bloß jetzt nichts. Ach, so eine schöne Stadt. Guck mal, Freunde. Haben wir einen Lauf? Nein, natürlich nicht.
wenn's bei mir mal fluppt, ne, dann kommen diese vermaledeiten Fußgänger wieder und machen hier Party auf dem Zebrastreifen. Ich hab da auch kein Glück heute, ne? Das ist... So, ich zuerst. Man muss sich auch mal durchsetzen, ne? Das geht so nicht. Die rennen mir hier alle doch mit Fleiß vor die Karre. Ich muss da leider intervenieren. Und da kommen die nächsten. Das ist unfassbar. So, 200 Meter. Das ist jetzt nicht so weit. Allerdings 200 Meter Luftlinie. Kann natürlich weiter sein, wenn wir jetzt... Ich nehme mal an, wir können da nicht gerade drauf zu fahren. Genau, ich sehe schon, wir müssen Bogen fahren hier. Dann ist es dann doch nicht so nahe. Ach, komm schon. Also ich fahre schon sehr beruhigt heute, ne? Der Kollege ja war gerade komatös, sag ich mal. Das geht nicht. Ne, wir haben ja hier einen Auftrag zu erfüllen. Also irgendwie Barcelonas Bürger sind des Lebens überdrüssig, jedenfalls die Fußgänger, wie es aussieht. Okay. Ah, guck mal. 40, 50 Pünktchen, dann sind wir schon auf dem nächsten Level. Ja, wird ja auch Zeit, ne? Was haben wir hier noch? Nee, wir gucken jetzt nicht nach dem Auftrag. Nein. Wie gesagt, ich muss die Bremse reinmachen jetzt. So, wir rollen hier wild durch die Gegend. Ich wollte ja, wir müssen auch zur nächsten Tanke. Jetzt warte mal, Radarfalle. Da oben ist eine, oder? Warte mal. Tankstelle. Ja, müssen einen kleinen Umweg fahren, aber... Wenn ich da reparieren lassen kann, was machen lassen kann, dann soll es mir das wert sein. Ich weiß gar nicht, kann man an der Tankstelle auch reparieren? Ansonsten müssen wir im Anschluss nochmal zu unserer Garage. Hilft ja nichts. Ja, ja, genau. Zieht einfach so vor mich, ne? Junge. Ey, da wirst du porös, ne? Das ist... Boah. Und ich glaube zu 100%, dass das genauso im echten Leben auch passiert. Ja. Ich glaube das nicht nur, ich weiß es. Das ist das Schlimme. So, jetzt habe ich gerade nicht wirklich aufgepasst. Oh, Freunde. Da ist nichts. Kreuzung ist leer. Fahrt, um Himmels Willen. So, wo ist jetzt die Tanke? Ist die jetzt gleich links? Ich weiß, oder rechts? Ich weiß gar nicht, wo ich mich einordnen soll hier. Das ist schlecht. Komm. Oh, Leute, nee. Die machen mich fertig. So. Besser. So, hier ordnen wir uns jetzt mal auf links ein, okay. Wir folgen weiter der Hauptstraße. Ah, ein Kollege hier rechts neben uns. In den Originalfarben. Orange-schwarz, die Taxifarben in Barcelona. Witzigerweise aber ohne Taxischild obendrauf. Warum? Keine Ahnung. Ich hoffe, ich kann jetzt hier auch gleich reparieren an der Tanke. Oh, mein Fahrstil hat den EP-Level verbessert. Ist das jetzt ironisch gemeint oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung. So, wir müssen jetzt hier eine kleine Schleife, eine kleine Ehrenrunde fahren. Ich glaube, jetzt hier, ne? Ja. Kerle!
Die machen das schon wieder. Diese spontane Bremsen. Boah. Da werde ich richtig fett mit drauf. So, jetzt müssen wir einmal wenden, genau. Junge, Junge, Junge. Also heute wollen sie es von mir wissen. Also meine Nerven sind hier ziemlich angespannt mit den Kameraden heute. Was? Die Ampel an der Kreuzung vor dir funktioniert nicht richtig. Ja, toll. Super. Läuft. Schön. Danke für die Info. So, hier müssen wir richtig sein. Rot. Entschuldigung. Ah, wird schon grün. Ja, ich drehe hier heute so ein bisschen hohl am Steuer, ne? Aber da müsst ihr jetzt durch. Bremse raus und ab geht's. So, hier links von uns müsste jetzt die Tanke sein. Wo ist die Auffahrt? Wo ist die Auffahrt? Ja, das haben sie ja gar nicht mal so toll gekennzeichnet. Hier, wir fahren jetzt hier einfach mal querfeld ein. Ich hoffe, das geht. Ja. So, fangen wir mal mit Tanken an. Ich weiß nicht, ob in der Waschanlage auch Reparaturen passieren. Wir müssen das mal gucken. Habe ich noch nicht probiert. Okay, erstmal die Kiste aus hier. Bedienfeld für die Tanke. Vollständig aufladen. Jawohl. Sehr schön. So, da haben wir das schon mal. Jetzt ist natürlich die Frage, weil hier gibt es kein extra Feld für, sag mal, für Reparaturen. Nur die Waschanlage. Deshalb setze ich mal kurz zurück, fahre das Ding in die Waschanlage. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier auch Dellen raushaut. Ich glaube es zwar nicht, aber können wir ja mal probieren hier, ne? So, das erste Mal in der Waschanlage hier. So, Vollwäsche bitte einmal. Dankeschön. Ja, ich habe schon fast befürchtet. Reparatur natürlich nicht. Gut, wir fahren also zur nächstgelegenen Garage. Es hilft nichts. Wieso hat er jetzt hier das Ziel nicht gesetzt? Hä? Warte mal. Wieso setzt er... Da setzt er Punkte, hier bei der Garage nicht. Wegpunkt hinzufügen. Sehr merkwürdige Sache das hier. Wo ist jetzt unsere vermaledeite Garage? Wieso hat er keinen Punkt gesetzt? Ja. Okay. Wir müssen mal näher an die Karte ran jetzt hier. So, theoretisch müssten wir... warte mal. Theoretisch müssten wir einmal wenden, dann hier zurück und dann die zweite rechts. Mal sehen, ob das so hinhaut. Die haben gerade rot, könnte sogar klappen. So, zweite rechts, Herr Kaloy. Wieso navigiert er nicht zur Garage? Das verstehe ich nicht. Doch, da. Seht ihr? Wieso hat er das vorher nicht angezeigt? Keine Ahnung. Bremse lösen, Peru. Ich bin heute überhaupt nicht sortiert hier, ne? Ihr merkt das schon, sorry. So, wenn mich nicht alles täuscht, sollten wir jetzt auf unsere Garage zufahren. Irgendwo, irgendwie. Irgendwann. Ja, da vorne sehe ich sie schon. Okay.
Es ist so doof mit dem Van. Ich finde den gar nicht so schlecht, ne? Also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich finde den gar nicht schlecht. Aber vom Fahren her, naja. So, da ist er. Vollständig aufladen. Reparatur. Komplett Reparatur. 15,50. Das ist ja Sonderangebot hier, wa? Ach so, Moment. Jetzt. Moment. Ich mache hier alles mal auf 100, wie sich das gehört. So. Ja, damit kann man wieder arbeiten. Alles wieder schön. Gut. Aufladen kann ich hier auch, aber das haben wir ja gerade. Also, alles Gudi. Gut, wo wir gerade beim Thema sind. Jetzt schauen wir mal, wo wir eventuell die nächste Fahrt in der Nähe haben. Normal lang. Ja, komm, das machen wir noch hier. Eine lange Fahrt können wir gerne mal machen. Ach, jetzt habe ich hier zwei... Ach so, weil ich die Wegpunkte aktiviert habe, ne? Ja, darum kümmere ich mich jetzt aber später. Ja, jetzt habe ich fast vergessen, die Kiste anzuschalten. Wie gesagt, ne, beim Diesel, da hörst du brüm, brüm. Los geht's. Beim E-Auto, naja. Ups, ich bin zu schnell hier. Muss ein bisschen aufpassen. Oh, wow, 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 wow. Habe ich schon erwähnt, dass ich die Kurven hier hasse? Jedenfalls mit dem Van? Ich glaube ja. Aber ich muss mich leider wiederholen. Ja, jetzt müssen wir ja auch ein Stück fahren, ne, bis wir da sind. Am Einsatzort, sag ich mal. Ah, Polizia hier rechts. Ja, sollten wir aufpassen, ne, ordentlich fahren. Soweit es geht. Obwohl, ich habe, glaube ich, schon den Bonus drin, dass der erste Strafzettel, das erste Ticket kostenlos ist. Hey! Hey! Ja, hey, und ab geht's. Wo wir gerade bei Hey sind. Ja, Sehenswürdigkeiten, merke ich gerade, haben wir auch noch einiges offen. Ja, muss ich irgendwann mal eine freie Fahrt machen, dass wir das alles hier entdecken. So, also 3 Kilometer Strecke haben wir hier vor uns durch Barcelona. Gerade beim LKW ging mir so ein bisschen die Pumpe, weil der Kastenwagen hat wunderbar den Übergang für die Fußgänger abgedeckt. Das dachte ich schon so, wir kennen ja unsere KI hier, ne? Dass hier im letzten Moment hinter dem LKW was auf die Straße spritzt, aber Gott sei Dank, Glück gehabt. Manchmal hat man Glück. Nicht oft, aber manchmal. Ach, guck mal, unser Heck sieht auch wieder schön aus. Alles gerade, nichts gefaltet. Schön. Also hier muss ich definitiv, wenn ich mir das mal einstelle, näher ran. Aber ich mache da jetzt nichts, weil ich hoffe, dass ich ja bald einen zusätzlichen Wagen wieder mit dazu nehmen kann. Könnte ich jetzt schon, ja, also von den günstigeren Wagen. Aber ich möchte ja gerne mal so langsam anfangen mit unseren VIP-Aufträgen und so. Da brauchen wir natürlich ein anderes Auto, ne, ist klar. Aber da müssen wir eben halt noch sparen. Es hilft nichts, Freunde.
Ja, ich gewöhne mich gerade erstmal wieder so daran, die Handbremse anzuziehen hier an jeder Ampel. Weil hier weiß man nie, wo man dann mal so dezent zurückrollt, wenn man es nicht macht. Ah, schon wieder rot. Aber egal, hier können wir gleich vorne geradeweg durchfahren. Sind wir aus dem mistigen Kreisverkehr raus. Obwohl das kein Kreisverkehr, das ist ein Ovalverkehr, oder? Wie würdet ihr das nennen? Leute. Okay, hier können wir mal ein bisschen Feuer freigeben. Es sind immer noch knapp 3 Kilometer. Also die Fahrt streckt sich dann doch ein bisschen. Ich finde das so geil, ne? Du hast eine Straße hier, 70 Stundenkilometer. Die Autos donnern hier durch. Einfach mal einen Zebrastreifen rüberpacken. Finde ich gut. Klasse Idee. Alter, die fahren sich hier aber auch einen Stiefel zurecht. Das müssen wir schon wieder aufpassen hier. Die drehen hier wieder so ein bisschen vogelfrei hier, die KI. Was ist das? Was ist das rote Auto? Ein Unfallfahrzeug oder was ist das? Ah, da drüben. Genau, da haben wir einen Unfall. Habe ich gerade nicht gesehen. So, der Kollege vor mir hat die Schicht beendet. Ja, nicht so mördermäßig eingenommen. 700 noch was. Aber ja, Leute, Geld ist Geld, ne? Aber wir brauchen definitiv mehr Fahrer am Vormittag. Ne, jetzt haben wir gerade mal 2 Uhr nachmittags. Ich glaube, es dauert jetzt, glaube ich, 1-2 Stunden, dann beginnt die nächste Schicht von meinen Fahrern. Bis dahin müssen wir uns gedulden mit der neuen Kohle. Okay, hier müssen wir abbiegen. Oh, die bremsen, Leute, die bremsen. Dass die das nicht gefixt kriegen, ne? Sie haben es schon so ein bisschen abgemildert, ne? Aber es ist immer noch, egal wie sanft du meinst anzufahren, ne? Hier, zack, da war es wieder. Brauchst noch nicht mal mit Vollgas fahren oder bremsen, ne? Ah, schade, Mensch. Das dürfte doch eigentlich nicht so schwer sein, da den Griff zu kriegen, oder? Ist nur meine Meinung. Meine eigene unprofessionelle, unwissende Meinung. So, knapp 2 Kilometer noch. Ja, auch die können sich manchmal ewig anfühlen, ich weiß. Das kommt mir so ein bisschen vor wie Suburbia, ne? Alles so ein bisschen zugewachsen, nicht so wirklich gepflegt. Ne? Rechts haben wir ja da, ich glaube, das ist ein Rangierbahnhof oder so. Wie gesagt, einer von den vielen Details, die ich hier sehr cool finde. Ja, ja, das war auch zu schön, ne? Diese ganze schöne, freie Strecke ohne Hindernisse. Und vor allen Dingen ohne KI, ne? Wollen wir auch nochmal anmerken hier. Komm, grüner wird's nicht mehr. Ich pfeife heute auf defensiven Fahrstil. Ups, das habe ich jetzt nicht gesehen. Zum Glück hat es auch niemand sonst gesehen. Ich bin gerade tatsächlich bei Rot rübergejuckelt. Entschuldigung. Ja, ein Glück, dass die Streife, hier links sehen wir sie, dass die schon vorbei war, sonst wäre ich wahrscheinlich fällig gewesen. Ich weiß nicht, ob mein Bonus gerade aktuell aktiv ist oder ob das mein erster Strafzettel jetzt wäre.
wo sie da mal, ich sag mal, weggucken. Okay. Ging jetzt doch schneller, als ich gedacht habe. Kommt mir gerade wie eine Sekunde her. Da stand noch irgendwie knapp 2 Kilometer. Jetzt sind es nur noch 246 Meter. Immer gut. Mir soll es recht sein. Ne? Hallo. Alter, was pennen die denn heute? Mach doch nicht so einen Scheiß mit mir hier. Also ich sehe schon, ne? Also so im Großstadtverkehr, Taxifahrer, nee, wünscht euch das nicht, dass ich das mal mache. Definitiv nicht. No way. Ah, geht sie zum Flughafen oder wo will er sie es hin? Nee. Mitten in der Pampa hier, warte mal. So. Jawohl, ja. Das war doch eine schöne Tour, finde ich, oder? Thanks. Have a nice day. Jo, Dito. Trinkgeld? Ich frage ja für einen Freund, weißt du? Oh, das gab auch ordentlich Kohlen hier. 1693 und 7 Cent. Die 7 Cent sind wahrscheinlich das Trinkgeld. Stirb vor Geiz. Ja, gut. Nichtsdestotrotz war doch eine schöne Fahrt heute. Und mit diesen wunderbaren Bildern verabschiede ich mich für heute von euch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ja, schaut mal wieder rein. Lasst gerne ein Like, Follow, gerne auch ein Abo da. Ansonsten sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Tschüss. Und zum Schluss natürlich Dankeschön für euren Support. Für jedes Like, Follow, jedes Abo oder euren Support auf Tipeee, ne? Oder Einkauf bei Instant Gaming. Bei meinem Partner, da gibt's PC- und Konsolenspiele bis zu 90% günstiger und Dauerrabatte auf PlayStation und Xbox Guthabenkarten. Schaut mal rein, die Links gibt's in der Videobeschreibung. Ich sag Dankeschön. Metal-Leute, abonniert alle Peru Plays, von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschüss, tschüss.